Ich spiele das Ganze hier. Eieiei, so gut. Hier jetzt mal. Gut. Ja. Das kann man eigentlich noch so großartig sagen. Dass davor noch ein Schaf ist, das ich eigentlich entwollen müsste. Schön gefühlvoll streicheln. Oder knuddeln. Oder wie man es auch nennen will. Einmal liebevoll etwas zu festdrücken. Oh. Das lassen wir jetzt mal lieber. Es soll ja nicht so dunkel werden. Ich will ja noch was sehen. Hops. Hier so ein Riesenloch. Oh Gott, das hat geklappt. Um Gottes Willen. So. Wow, ich habe noch eine Spitzhacke. Meine Güte, diese ganzen Fackeln hier. Es muss also aufpassen, wenn man was wegmacht. Wenn eine Fackel drauf steht, dann wird es schlagartig dunkel. Komme ich von unten eigentlich hoch? Naja, jetzt schon. Ja, noch haben wir Platz im Inventar. Das ist schon mal wichtig. Und ich sehe schon wieder. Weiß nicht wieso, aber ich habe so das Gefühl, dass man hier eigentlich gar nichts mehr sieht, obwohl ich hier noch ganz gut was sehe. Also die Aufnahme verdunkelt das Ganze nochmal extrem. Vielleicht liegt es auch einfach nur am zweiten Bildschirm, dass ich den etwas dunkel eingestellt habe. Oder durch den Winkel, wo ich drauf schaue, dass es dann sehr dunkel wirkt. Das hoffe ich allerdings nicht. Also eigentlich hoffe ich es schon, weil sonst wäre die Aufnahme einfach viel zu dunkel. Aber ich glaube es nicht. Na, egal. Das ist irgendwie viel zu technisch heute, die Folge. Können ja mal über die schönen Dinge reden, ja. Bei uns blühen Schneeglöckchen jetzt schon. Ja gut, es ist Anfang März, da kann man das glaube ich auch schon erwarten. Das ist jetzt nicht unbedingt überraschend, aber was sehr cool ist, ist, dass diese Schneeglocken früher so 2 bis 3 Blüten hatten und wir dieses Jahr einfach bei 36 Blüten sind. Was schon ziemlich cool ist. Also, das ist mir wirklich auch erst aufgefallen. Also, ich habe nicht mal damit gerechnet, dass die überhaupt schon gewachsen sind. Dann schaue ich so unverhofft aus dem Fenster und sehe da auf einmal so, ja, 20 bis 30 Blüten. Habe ich so mal gezählt und es waren 36. Das ist ungefähr das Vierfache von dem, was man von diesem Stauden gewohnt sind, wenn sie überhaupt mal Blüten haben. Ja, vielleicht hat ihnen dieser etwas nicht vorhandene Winter blütentechnisch gut getan. Ich weiß nicht. Also. Kann sein, dass das für Blumen und Pflanzen ein sehr schöner Winter war. Andererseits, ja gut, Igel, die den Winterschlaf, die da mittendrin aufwachen, die dürften das alles auch überlebt haben, weil sie Nahrung finden, wenn der Boden nicht gefroren ist. Und der Boden war diesen Winter, sind wir mal ehrlich, zumindest bei uns kein einziges Mal gefroren. Wir hatten nicht einmal wirklich Frost. Also war vielleicht 2 Wochen mal kalt, ein Stück. Aber nach 2 Tagen war der Boden wieder aufgetaut. Also so richtig kalt war es jetzt nicht. Es war außerdem im Dezember, wo die Igel nicht vor Hunger aufwachen. Weil so viel Speck konnte dann doch normalerweise jeder Igel schon anfressen, dass er da nicht aufwacht.
so kurz nachdem er sich schlafen gelegt hat. Und ansonsten kamen die, glaube ich, ganz gut über die Runden. Zugvögel hätten die sich ja, glaube ich, auch nicht wirklich fliegen brauchen. Das hat sich ja immer überhaupt nicht rentiert. Weil es war einfach nicht kalt. Sind wir mal ehrlich. Der Winter ist, weil hat nicht stattgefunden. Eigentlich. Bitter ist das natürlich für die Leute, die in Skigebieten eine Saisonkarte haben. Grüße an all diejenigen. Ich bin dieses Jahr lustigerweise auch überhaupt gar nicht zum Skifahren gekommen, obwohl ich das eigentlich sehr gerne mache. Andererseits weiß ich nicht, ob ich... Also die, die Skifahren waren, können sie ja mal in die Kommentare schreiben, wie viel ich verpasst habe. So in den Skigebieten. Wobei ich ganz ehrlich dazu sagen muss, ich fahre am liebsten auf Naturschnee. Und ich glaube, da habe ich nicht sonderlich viel verpasst, weil den es quasi gar nicht gab. Also die Berge sind zwar immer noch weiß bei uns, aber das sind ja 10 cm Schnee vielleicht. Und damit kannst du nicht Skifahren. Da machst du nur den ganzen Boden kaputt, deine Beläge auch noch. Und das ist für absolut niemanden gut, wenn man das macht. Deswegen sollte man es auch lassen. Und nur bei angemessenen Bedingungen auch Schnee, auch Skifahren. Gilt auch für Skitouren oder ähnliches. Die Skigebiete achten da ja meistens drauf, dass der Boden nicht so zu kaputt geht. Weil ein guter Boden ist quasi die Lebensversicherung. Weil auf einer geschlossenen Schneedecke, also Schneedecke, ja, auf einer geschlossenen Schneedecke bleibt erfahrungsgemäß immer ganz gut Schnee liegen, aber auf einer geschlossenen Grasnarbe eben auch. Und viel besser als auf Geröll, Erde oder Schlamm. Weil das Gras einfach etwas schneller abkühlt. Und das Zeug eigentlich direkt auf dem Untergrund liegt, der halt erst dann über die Zeit nachfriert, wenn es oben kalt ist. Und am idealsten, wo sehr schnell sehr gut Schnee liegen bleibt, ist ja Moos. Und das passiert, und Moos entwickelt sich ja auf sehr, sehr, sehr schattigen Wiesen sehr optimal. Dementsprechend sind so Waldschneisen eigentlich die Abfahrten, die am schnellsten weiß sind. Und das sind auch die, die man vom Weiten am, ja, deutlichsten sieht. Und das ist eigentlich ganz interessant. Weil die auch landschaftlich meistens sehr, sehr, sehr schön sind. Und der Schnee zusätzlich noch lange liegen bleibt, weil die Sonne nicht so gut hinkommt. Vorausgesetzt, die Abfahrt ist nicht total südseitig. Kenne ich ja auch ein paar. Die sind dann doch auch relativ schnell wieder ab. Aber ja, es ist jetzt Sommer. Reden wir doch nicht über Skifahren. Reden wir lieber über Sommer. Über Badeseen zum Beispiel. Weiß ich nicht, wer von euch geht noch an Seen zu baden. Die meisten werden wahrscheinlich im Freibad oder im Hallenbad sein. Aber so ein See hat auch... ist eigentlich, also ich mag Seen sehr, sehr, sehr gerne. Oder das Meer. Das Meer toppt natürlich alles. Einfach weil es das Meer ist. Diesen geilen Wellen und diesem ultra genialen, also die Adria hat einen Sand, oh, Wahnsinn. Der ist richtig, richtig toll. Der ist so weich. Liegt wahrscheinlich auch daran, dass da irgendwie seit Jahrmillionen das Wasser die ganze Zeit auf und abfällt. Und damit immer schön schleift den Sand, dass er auch so fein ist. Aber das ist unglaublich, dieser Sand. Damit könnte man ein Kopfkissen füllen. Ja gut, das jetzt vielleicht nicht. Das wird dann doch etwas hart als Kissenfüllung, aber so zum Barfuß drüber gehen, ist das wundervoll. Ich kann so mit keinem anderen Sand vergleichen. Außer vielleicht im Sand in der Sahara. Auf
dem kann man ja auch Skifahren. Womit wir wieder bei Skifahren werden. Also der ist auch sehr, sehr, sehr fein, aber das hat eher ja die Gründe, dass da der Wind sehr stark rüber pfeift, weil in der Sahara wächst ja nichts und dadurch, dass in der Sahara nichts wächst und wenn dann und halt auch Wind geht, vor allem zum Äquator hin, das ist ein sehr, sehr, sehr konstantes Wettersystem, was da herrscht. Das kann ich auch mal schnell erklären. Funktioniert eigentlich relativ einfach, weil die Sonne steht ja, also ist ja am Äquator relativ senkrecht über dem Boden, zweimal im Jahr sogar sehr aktiv. Wann das ist, kann man sich auch leicht merken, wenn man Sommer- und Wintersonnenwende kennt, nämlich genau dazwischen. Irgendwas, 21. September, glaube ich. Oder so ähnlich. Irgendwie so um die Dreh rum. Also Ende März und Ende September sind diese Daten dann immer. Ich glaube, März ist es. Ja, weiß ich nicht. Und da steht die Sonne tatsächlich recht über dem Äquator. Und ansonsten ist er halt auch immer sehr, sehr, sehr nah dran. Und dadurch wird es da halt sehr, sehr, sehr warm. Immer. Weil durch die Sterne einfach in den Sonnenstrahlen halt mehr Wärme auf einen Punkt ankommt. Das ist ganz einfach. Wenn man eine Lampe schräg auf eine Fläche trifft, hast du zwar einen größeren Lichtkegel, aber eine kleinere Lichtdichte. Dasselbe gilt auch für die abgestrahlte Wärme und so ist das bei der Sonne ja auch. Und naja, dadurch wird es halt sehr warm und aus der Luft und aus den Blättern vom Urwald und aus Gewässern und so weiter, da verdunstet dann halt das Wasser. Und das steigt auf, weil warme Luft steigt bekanntlich ja nach oben. Kannst du ganz einfach beim Feuer beobachten, wenn du da mal ja irgendwas, so ein Stofftuch, so ein altes Taschentuch, ja doch, vielleicht etwas, was etwas leichter ist, so ein Küchentuch oder so reinwirfst, dann fliegt das erstmal nach oben, bis es das Brennen anfängt und dann wieder runterfällt. Weil dann der Luftwiderstand zu klein wird. Auf jeden Fall, warme Luft steigt nach oben und dort kühlt es dann ab, weil, ja, oben ist es ja kalt. Weiß jeder, der schon mal auf dem Berg war, oben ist es etwas frischer. Und, naja, wenn es dann oben ist, dann, wenn die Luft kälter wird, kann die Luft mehr so viel Wasser halten. Und es regnet. Und ja, das ist auch der. Dieses Wetter ist dann auch der Grund, warum man sich den Wecker stellen kann, wenn es im Regenwald regnet. Weil das ist immer die gleiche Zeit. Weil das Wetter ist jeden Tag gleich. Es ist jeden Tag dasselbe da. Und ich muss mir den Fackeln aufstellen. Und dann, wenn die abgeregnete Luft weicht, dann zur Seite aus, weil von unten immer neue Luft nachdrückt, kommt dann zu den Wüsten. Da ist dann Hochdruck, da ist ja viel Luft, da hat sich dann auch wieder aufgewärmt und dann von dort aus muss ja die Luft wieder zum Äquator hin, die fließt, also mit dann wieder schön Luft und naja. Warum das so ist, ist auch ganz einfach. Die Luft steigt ja vom Äquator aus nach oben und die Luft muss ja irgendwo wieder herkommen. Und ja, dadurch hat man dann in der Wüste immer einen konstanten Wind, der Richtung Äquator weht. Und mit diesem Wind schleift sich dann, also gibt es dann Wanderdünen. Sind dann so halt diese klassischen Sahara-Sandbänke, die ja jeder aus Bildern kennt. Und die wandern quasi immer die ganze Zeit rum, weil sie vom Wind einfach verblasen werden. Und dadurch schleift sich der Sand ab und wird auch sehr, sehr, sehr fein. Und an der Adria, Mittelmeerstrand,
Oder generell bei Meeressternen über dieses Schleifen eben das Wasser.